Geschafft? Ja. Der chaotische Kampf zwischen den Orks, den Untoten und euch kommt zum bestmöglichen Ende. Außer euch steht niemand mehr. Ihr beschließt, euch ein wenig umzusehen. Besser ist. Was haben wir denn hier? Betrachte das schwarze Wasser. Je näher ihr dem Pfuhl kommt, desto schlimmer stinkt es nach Verwesung und Tod. Zunächst dachtet ihr, dass es sich einfach nur um schmutziges Wasser handelt. Doch soweit ihr es unter dem Nebel erkennen könnt, wirkt es fast schwarz und hat wundersame Schlieren. Betrachte die Karte. Es ist eine Karte der Umgebung. Nicht unweit von eurem jetzigen Standort ist eine Stelle deutlich mit einem roten Kreuz markiert. Ist es ein weiteres Orklager oder gar das Lager der Albae? Du markierst die Stelle auf deiner Landkarte. Sehr gut. Setze deinen Weg fort. Betrachte die Fiole. Du entdeckst eine Fiole, die so aussieht wie die, die Geralda bei sich trägt. Noch bevor du dir das Glasröhrchen genauer ansehen kannst, steht plötzlich Geralda neben dir und reißt es dir aus der Hand. Sie dreht es aufgeregt hin und her, doch dann macht sich Enttäuschung in ihrem Gesicht breit. Das Gefäß ist leer. Wortlos macht sie sich wieder daran, die Umgebung zu untersuchen. Okay. Spannend. Ach, die Untoten, das sind auch welche drin. Dich schüttelt es bei dem Gedanken, auch so enden zu können. Du hoffst, dass einer deiner Begleiter Mitleid mit dir haben wird, solltest du auf dem toten Land sterben. So weiter geht's nicht, okay. Geht nur noch der Ausgang dann. Setzen wir unseren Weg fort. Mit dem mutmaßlichen Standort eines anderen Lagers im Gepäck setzt ihr euren Weg fort. Machen wir. Bäumgar hat ein Level Up, Andokai auch und Jerun auch. Und Bavrago auch. Und ja, Geralda. Naja. Alter! Bäumgar, der ist ja voll bepackt mit tollen Sachen hier. Krass. Was hat der denn? Glassteine. Andokai. Kettenheilung. Heilt einen Verbündeten stark. Hat eine 50%ige Chance, zum nächsten Verbündeten zu springen. Okay, magischer Schild. Nimm lieber die Heilung. Jerun, marschieren. Jerun kämpft sich durch seine Gegner und verursacht bei jedem in seinem Weg viel Schaden. Verfallen. Gegner in seinem Umfeld erhalten viel Schaden. Dann bekommen sie Panik. Das ist ein Weg, den wir nehmen können. Unüberwindbar. Jerun bekommt für kurze Zeit keinerlei physischen Schaden. Okay. Das wäre dann das nächste, würde ich sagen. 30 Verpflegung, Stärke Elixier, 237 Gold und eine Perle. Ja, wenigstens eine Perle haben wir bekommen, ne?
Wenigstens eine. Mensch, das war doch mal eigentlich ganz erfolgreich. So, hier ist noch mal etwas markiert worden. Wir gehen einmal in die Richtung. Ihr geht durch einst blühende Dörfer, die wegen des Vormarschs des Toten Landes verlassen wurden. Wie aus dem Land selbst ist aus dem Holz vieler Häuser die Farbe gewichen. Unter euren Füßen knistert und knackt ein Teppich vertrockneter Pflanzen. Du weißt nicht, ob das tote Land jemals wieder vertrieben werden kann. Und selbst wenn, ist es fraglich, ob hier wieder Menschen leben werden. Du seufzt und versuchst, die dunklen Gedanken zu vertreiben. Kann ich verstehen. Geralda kann den ganzen Tag über kaum Schritt halten, und als du sie wanken siehst, gibst du früher als sonst den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen. Alles in Ordnung mit dir? Die Zwergin sieht krank aus, und da ihr das wohl klar ist, versucht sie es erst gar nicht mit Ausreden. Der Trank. Er ist leer. Ich brauche den Trank. Sie schaut dich flehend an, so als ob du ihr helfen könntest. Über die nächsten Tage verschlechtert sich Geraldas Zustand zunehmend. Sie beginnt zu zittern, und mehr als einmal erwischst du sie dabei, wie sie in sich hineinmurmelt und verstohlene Blicke in Richtung Andokai wirft. Die Maga behauptet, sie wisse nicht, um was für einen Trank es sich gehandelt habe und warum Geralda ihn brauche. Du glaubst ihr, doch dir fällt auch auf, dass Andokai sich nicht gerade um die Lösung des Problems bemüht. Das ist spannend. Das ist spannend. Aber mal schauen. Gehen wir jetzt mal dahin. Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war, und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Allbär ihre Experimente gemacht. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Oh, die armen Zwerge aber auch, ne? Das ist trotzdem eher anti-geil. Zwerge! Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Alba an Zwergen experimentieren. Wo sind die anderen? Sie. Ich bin der Letzte. Wer ist er? Mich gibt es auch noch. Du. Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Okay, du warst von den Ersten und hast noch König Gisebarts Schwert gesucht, nicht wahr? Du kennst Geralda? Du und Geralda. Ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Allbär haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt, und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus, und sie konnte Allbär-Magie wirken. Ich schwöre es. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Allbär an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Allbär haben uns alle wieder gefangen genommen. Nur sie nicht. Okay, spannend. Wo sind die Allbär? Ach, vergiss die Frage. Das sind doch was. Das ist doch Sintoras, ne? Wenn ich mich irre. Wen haben wir drin? Ingrim. Okay. Am Schaden. Was gibt's? Hier lassen wir mal weiterlaufen, jetzt, ne? Tungri, lass mir das Pferd fertig machen. Was denn? Was ist denn mit ihm los? Das ist spannend. Ja. Okay, ihr haut in die Richtung. Dann in die Richtung. Nee. Wohlgekämpft und doch verloren.
Teig und die... Ah, verdammt. Ja, auf den Weg. So, jetzt kann sie da einmal... Wie bitte? Ingrim. Ingrim, der ist da. Dann haben wir Alindis noch. Schluss damit! Let's go. Einverstanden. Ja? Für die Ersten! Wo ist der Nächste? Erledigt. Schon fast da. Umher, du. Aber klar. Ja. Oh nee, das ist direkt vor Ort. Sehr geil. Ah nee, doch nicht. Für Bakas. Was gibt's? Alindis. Oh, sehr gut. Für Bakas. Oh. Die Frage ist jetzt. Okay. Was ist denn da hinten noch? Okay. Für die Ersten! Nee, sag mir nicht. Ja, was macht das Pferd da unten? Bitte? Hä? Ja? Schluss damit! Echt Schluss damit. Umgekämpft und das verloren. Dein Tod hat gleich erlebt. Alter Schwede, so. Und noch einen hinterher. Wo ist der Nächste? Und jetzt? Heißt Geralda. Sang Albe auch. Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Sehen wir uns um. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Geralda braucht. Okay, dann sehen wir uns mal ein bisschen um. $34 und 17 Verpflegung und ein Goldring. Das ist gut. Toten Alp betrachten. Der Alp wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann... Daher bekam ich meine Kräfte.
Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Geraldas Trank. Okay. Wir reden nochmal mit dem Zwerg hier oben. Die Gefahr ist vorbei. Ein für alle Mal. Jetzt hat der Horror endlich ein Ende. Unmöglich, ne? Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt, und ein fremdartig aussehendes Schwert. Ein Rucksack mit... Das Schwert sieht wirklich komisch aus. Behälter betrachten, okay. Die Behälter sind mit Blut gefüllt, aber es wirkt dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Okay. Geraldas Trank braucht. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Maga und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Geraldas Trank zu brauen. Oh, macht sie's? Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Geraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig. Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Das ist es, was Geralda ihre Kräfte gibt. Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird? Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen. Andokais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Oh. Mord, ey. Wir sind Tungdil, wir wollen nicht töten. Nee. Das ist immer noch Mord. Egal, was für eine große Gefahr von ihr ausgehen mag. Sie hat sich ihre Kräfte nicht ausgesucht und verdient es zu leben. Andokai schüttelt enttäuscht den Kopf, beginnt zu deiner Überraschung aber ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit. Nach 2 Stunden kommt Andokai zu dir und hält dir 2 Fiolen hin, die genauso aussehen wie Geraldas. Ich bleibe bei meiner Meinung, Tungdil. Erkenne, wie groß die Gefahr ist. Die linke Fiole ist der Trank, in der rechten ist das Gift. Andokai drückt dir beide Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Geralda zu verbergen. Aber das Problem sind natürlich auch irgendwie die Zutaten, ne? Mit dem Elbenblut. Wir geben ihr den Trank. Wir sind keine Mörder. Ja, hier ist der Trank. Du gibst Geralda den echten Trank und sie nimmt gierig einige große Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich? Oh, was ist das? Es brennt! Du hast mich vergiftet? Du starrst auf die 2. Fiole in deiner Hand, dann auf das schmerzverzerrte Gesicht der Zwergin. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht Geralda vor dir zusammen. Als die anderen herbeigeeilt kommen, stehst du noch immer starr vor Schock da. Sie ist tot. Bring sie weg. Ohne sich um die Proteste der anderen zu kümmern, folgt Jerun ihrem Befehl. Andokai nimmt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Du hast ihr also den Trank gegeben.
Das dachte ich mir. Ihr habt sie vertauscht. Wie konntet ihr? Du fühlst dich betrogen und Wut steigt in dir auf. Pass auf, mit wem du sprichst, Tungdil Goldhand. Wir reisen zusammen, aber ich bin immer noch eine der sechs. Ich habe lange Jahre über mein Reich geherrscht und viele schwere Entscheidungen getroffen. Diese gehörte nicht dazu. Sie war das Produkt albischer Experimente und hätte zu einer ebenso großen Gefahr fürs geborgene Land werden können wie Not-On. Aber vielleicht hätten wir... Wir hätten... Du glaubst, im Gesicht der Maga Bedauern zu erkennen. Doch ohne ein weiteres Wort lässt sie dich stehen. Zum ersten Mal seit langem fühlst du dich wie der dumme, naive Schmied, der vor Ewigkeiten den behaglichen Stollen in Ionanda verlassen hat. Oh, echt jetzt, ey? Sie war eigentlich ganz stark, finde ich. Also sie war jetzt keine schwache Gefährtin. Aber was für ein Move, ey. Anders gesehen, Andokai hat uns durchschaut. Zorn Balsur. Oh Gott, ist das dunkel. Weiter geht's. Bei Einbruch der Nacht findet ihr euch auf einer heißen, mit spitzen Felsen übersäten Bergflanke wieder. Ihr würdet so ziemlich jeden anderen Ort für ein Nachtlager bevorzugen, aber es ist zu dunkel, um noch weiterzugehen. Mitten in der Nacht wirst du von Boindil geweckt. Gelehrter, riechst du das nicht? Es sind Orks in der Nähe. Du atmest tief ein, aber außer dem allgegenwärtigen Schwefelgeruch dieser Gegend riechst du nichts. Dafür siehst du Bewegungen in den Schatten und bist sofort hellwach. Oh, okay. Also doch Orks.